Hallo liebe Kinder- und Playmobil-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Pimp My Playmobil-Video auf unserem Kanal. Ich stehe hier im Schlafzimmer und wie ihr seht, hat das noch die orangene Wände vom Haus. Und das wollen wir heute ändern. In allen anderen Zimmern haben wir die Wände bereits gefärbt und deswegen machen wir das jetzt auch hier. Aber zuerst muss natürlich mal alles raus. So, das Zimmer ist jetzt leer, bis auf den Boden. Und jetzt fangen wir an. Und zwar wird dieses Zimmer einen hellblauen Ton bekommen, so wie auch Lenas Zimmer. Das hat so einen türkisfarbenen Ton. Dieses Zimmer bekommt einen hellblauen. Und jetzt klebe ich mal alle Wandteile ein. Ihr müsst einfach bei euren Wänden nachsehen, wie hoch und wie breit das Papier sein muss, dann schneidet ihr euch das zu. So und fertig. Alle Wände sind jetzt blau. So und jetzt, bevor wir wieder einräumen, gibt es hier hinten an der Wand noch was zu tun. Hier an dieser Wand möchte ich nämlich noch eine Verzierung aufbringen, und zwar brauchen wir dafür Wattestäbchen und dann brauchen wir noch Acrylfarbe. Dann tupfen wir uns mit schönen lila Farbtonen ein schönes Muster auf. Und dann tupft ihr mit verschiedenen Farbtönen das auf. Ihr müsst halt verschiedene Farben, damit es nicht zu lang ist. Ihr könnt auch nur ganz wenige Punkte machen. Macht das Spiel keine Rolle. So, ich bin fertig mit dem Tupfen. Ihr seht, ich habe hier die Wand und hier drüben noch gemacht, allerdings nicht die ganze. Ein bisschen mehr wie die Hälfte. Und desto höher es wurde, habe ich es immer kleinere Punkte gemacht. Und zwar mit Gelb, weil Gelb ist ja eine helle Farbe. Und jetzt machen wir weiter mit dem Einrichten. Das Bett bleibt das gleiche. Das ist ein selbstgemachtes Bett, für die es noch nicht wissen. Mit selbstgenähten Kissen. Das schiebe ich wieder hier hin. Dann habe ich allerdings ein neues Regal. Und zwar dieses hier. Das habe ich mir selbst gemacht. Vorhin hatten wir hier diesen Schrank. Den möchte ich jetzt nicht mehr. Dafür kommt jetzt dieses Regal rein. Das ist ein super tolles Regal. Hier kann man verschiedene Sachen reintun. Zum Beispiel kann man hier Ordner aufbewahren oder man kann Taschen reinstellen und noch vieles mehr. Hier hinten in die Ecke können wir zum Beispiel eine Pflanze stellen. Das würde passen. Die Lampe lasse ich jetzt mal draußen.
Wir könnten aber natürlich auch das kleine Tischchen reinstellen. Das würde auch gut passen. Den Tisch stelle ich aber wie zuvor wieder hier hin. Hier hat er einen guten Platz, finde ich. So, und wer die Lampe jetzt immer noch rein möchte, der kann die ja vielleicht hier hinstellen. Aber ich finde, die passt nicht so zum Sommer. Im Winter kommt die garantiert wieder rein. Und jetzt fehlen natürlich noch ein paar Bilder. Da suche ich mir gleich mal noch welche zusammen. So, ich habe hier so einen schönen Bild gefunden. Hier ist ein Toucan drauf. Vielleicht kennt ihr hier diese Sammelkarten, die gab es mal zusammen letztes Jahr mit diesen Tierbildern. Und die habe ich dann auf einen Karton geklebt. Und jetzt kann man die mit Klebeknete an der Wand befestigen. Ich habe noch viel mehr von denen. Die könnt ihr wirklich super toll benutzen als Bilder für eure Playmobil. Jetzt muss da noch ein bisschen Klebeknete drauf. Und jetzt kleben wir das Bild hier hinten an die Wand. So. Und hier an die Wand muss natürlich auch noch ein Bild hin. Hier übers Bett hänge ich jetzt noch so ein kleines Katzenbild. Ihr müsst das wirklich immer gut festdrücken, weil das hält sonst ganz schlecht. So, und jetzt sind wir mit dem Schlafzimmer fertig. Ich finde, das Schlafzimmer hat einen super neuen, tollen Look bekommen. Vorher fand ich mein Schlafzimmer ein bisschen komisch. Aber jetzt finde ich, es ist sehr, sehr schön geworden. Wenn ihr das auch so schön findet, dann gebt dem Video doch unbedingt einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!